Hey Leute und willkommen zu einem AFK Arena Video, zu meinem allerersten AFK Arena Video, denn ich wollte mal gucken, wie das denn so bei euch ankommt, das Spiel. Und bei Reise der Wunder gibt es ab heute nämlich was Neues, nämlich die Traumlandschaft ist um 1 Uhr morgens heute früh dazugekommen und die wollte ich euch hier zeigen, wie man die denn hier so auf 100% schafft. Dafür beginnen wir jetzt mal hier das Abenteuer. Ich lasse euch den Text hier mal für ein paar Sekunden immer übrig, würde ich mal sagen, damit ihr euch das hier auch in Ruhe durchlesen könnt und wollt. Und ich sage euch aber schon mal hier im Voraus, hier gibt es in der Mission, sage ich es jetzt mal, in der Traumlandschaft, gibt es sehr, sehr viel Text zum Lesen. Manche Leute, wo ich das hier schon auf YouTube geguckt habe, skippen das einfach hier durch und zeigen euch nur sozusagen, wie man das hier zu 100% durchspielen kann, was ich euch natürlich auch zeige, wie ihr das hier zu 100% bekommt. Aber hier in dem Text erfährt man auch noch ein bisschen Story. Und wenn ihr gerne das Spiel hier als Let's Play auf diesem Kanal sehen wollt, dann könnt ihr es mir doch gerne in die Kommentare schreiben und es auch mit einem Daumen nach oben zeigen, dass ihr Lust dazu habt auf dieses Game hier. Da fange ich dann auch nochmal komplett neu an und ich empfehle euch hier Joker und Queen euch zu nehmen, weil die zwei sind gut hier. Dann gibt es hier natürlich wieder sehr, sehr viel Text und sehr, sehr viele Kameraschwenks gibt es hier auch. Sogar so viel Text, dass es hier von alleine runterscrollen muss, dass man teilweise hier doppelt tappen muss. Reg dich nicht auf, steht hier. Das lese ich euch natürlich nicht alles vor. Das würde dann ein bisschen zu lange dauern, das Video. Würde ich mal so meinen. Jetzt werden uns hier die Schriftrollen gezeigt. Und alles drum und dran. Ihr seht auch schon diese zerbrechlichen Plattformen, die da sind. Das hat nämlich eine Bedeutung, wenn wir hier gegen ein paar Leute gekämpft haben, gegen ein paar Gegnertruppen, dann verschwindet nach und nach der Weg. Und deswegen sollte man hier auch einen schlauen Weg auswählen, wo man die Dinge sozusagen auf einmal bekommen kann, im besten Fall. Und ich zeige euch einen Weg, wo ihr das hier in einen Rutsch durchkriegt. Aber erstmal ändern wir hier meine Kampfreihenfolge. Alle Helden rausnehmen. So, dann nehmen wir die rein. Dann hier nach vorne ihn. Das so, so und so. So kämpfe ich immer normal. Aber wir können jetzt auch zum Beispiel Tasi rausnehmen und die rausnehmen und kämpfen in der Reihenfolge. So, dann ab in den ersten Kampf hier. Müsste auch sehr, sehr schnell vorbeigehen, die Kämpfe. Weil ihr habt es ja gesehen, die Gegner sind nicht allzu stark. Das hängt natürlich auch vom Level ab, was ihr habt und von dem Level, was denn so eure Kämpfer haben, eure Helden. Jetzt wird natürlich hier wieder ein bisschen Geschichte erzählt über die Traumwelt. Ja. Wir müssen hier was einsammeln. Nämlich die Schriftrollen müssen wir einsammeln. Und während wir die Schriftrollen einsammeln, können wir auch diese Goldschätze einsammeln.
Die Ranken haben auch noch was damit zu tun, wenn wir hier die Gegnertruppen kaputt machen. Jetzt sehen wir es nämlich hier. Die ganzen Ranken gehen hier hoch. Aber keine Panik. Wir kriegen hier alles. Und jetzt erstmal hier die Schriftrolle da. Da haben wir auch die erste eingesammelt. Da gibt es auch immer einen Text dazu. Dann können wir hier das Gold einsammeln. Die ganzen Währungen. Dann machen wir hier mit der Kanone erstmal das hier kaputt. Dann gehen wir hier hin. Machen die Gegnertruppe down. So, zack, zack. Ich lasse es hier auch schon in doppelter Geschwindigkeit laufen, sonst würde es viel zu lange dauern. So, zack, zack, da sind sie down. Dann sammeln wir hier die Schriftrolle ein. Denn hätten wir jetzt einen anderen Weg gewählt, dann wäre der Weg hier nicht mehr vollständig gewesen. Hätten wir ein anderes Nest besiegt, eine andere Truppe von Gegnern, dann wären wir hier nicht mehr hingekommen. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr viel Text. Ich verstehe auch irgendwie die Leute, die das hier skippen. Beim nächsten Mal kann ich das ja auch skippen, wenn es euch zu langweilig ist oder wenn es mir zu nervig ist. Aber ich muss sagen, hier kriegt man richtig geilen Loot. Für 24 Stunden Gold oder diese blauen Kreise da. Das Gold und die blauen Kreise braucht man, um die Level von den Truppen hier, von den Helden höher zu machen. Jetzt sammeln wir hier die Schriftrolle ein. Da ist gerade noch eine Ranke frei. Dann sammeln wir hier das ein. Was gibt es denn hier? Dreimal für 24 Stunden dieser Staub. Der wird dann sofort sozusagen eingelöst. Dann machen wir hier die erstmal in der Mitte platt. Die in der Mitte sind die einzigen Gegner, die einzige Gegnergruppe, die, je mehr man sie besiegt, desto stärker wird sie. Aber erstmal ist sie hier leicht zu besiegen. So, damit setzen wir nämlich hier alles zurück, wenn wir die Gegnergruppe in der Mitte bekämpfen. Und jetzt laufen wir hier gegen den Uhrzeigersinn und holen uns die anderen Gegenstände da. Die Gegnertruppe ist jetzt auch platt. Jetzt können wir uns nämlich, währenddessen es hier ein bisschen gelaggt hat, einmal hier die Schriftrolle holen. Und das Gold können wir uns auch gleich wiederholen, die Truhe. Schon wieder ein kleines Gespräch. So, zack. Was haben wir hier? 10 Truhen. Okay. Dann machen wir den Weg hier. Oder? Ja, müssen wir sogar, weil wir müssen da an den Hebel dran kommen. Machen wir die Truppe hier erstmal platt. Die Attacke von Joker finde ich so geil. Die macht übel viel Schaden. Und jetzt wurde der Kampf hier resettet von unserem einen Held, beziehungsweise von den Gegnerheld. Das ist übel eine geile Fähigkeit, finde ich. So. Jetzt noch das hier platt machen. Und dann keinen mehr bekämpfen,
Wenn wir die Truppe fertig haben, bekämpfen wir erstmal keine. Denn jetzt müssen wir erstmal dann ein kleines Rätsel lösen. Aber das zeige ich euch, wie das funktioniert. So, jetzt ist das platt. Und jetzt müssen wir hier an den Hebel dran erstmal. Dann geht die Plattform da hoch. Und die Plattform geht runter. Jetzt müssen wir erstmal hier an den Hebel ran, um die Plattform hochzufahren und das runter. Jetzt müssen wir wieder hier hin, machen das runter und das machen wir hoch. Nämlich müssen wir mit der Kanone hier das Nest zerstören. Haben wir ja auch schon mit der anderen Kanone gemacht. Oder halt auch das Fass. Mit der einen Kanone hatten wir ja das Fass zerstört und mit der anderen die Gegnertruppe, die hier war. Und jetzt können wir zum Beispiel wieder den Hebel hier benutzen. So, das geht hoch. Das geht runter. Dann sammeln wir das ein. Sammeln wir die Schriftrolle wieder ein. So, das nehmen wir auch mit. Sehr schön. Erstmal gucken, ob wir hier alles haben bis jetzt. Aber das sieht sehr gut aus, dass wir hier bis jetzt alles haben. Ja, ja, ja. Das brauchen wir natürlich hier noch. Dafür müssen wir jetzt hier den Hebel betätigen, damit das hier hochfährt und das runterfährt. Dann kämpfen wir noch gegen die Truppe hier an. So. Die machen wir auch schnell platt. Und schon ist der Kampf zu Ende. Nämlich jetzt. Jetzt sammeln wir das hier ein. Jetzt haben wir alle Schriftrollen. Und jetzt müssen wir in der Mitte die zweimal besiegen, um eine große Truhe zu bekommen. Und dann war's das auch schon. So einfach geht das. So einfach kriegt man das hier auf 100% und den ganzen Loot. So, fangen wir mal hier an. Einmal nochmal bekämpfen die Leute. Schöne Attacke von Joker. Und von Queen mit ihrem Motorrad. Zack, zack, zack. Und platt sind sie. So, jetzt setzen wir das zurück. Jetzt kommt hier noch ein Text. Beziehungsweise wir haben da gerade was gestohlen. Ja, schönes Gespräch. Und nochmal. Wenn wir die jetzt noch einmal besiegt haben, ist es vorbei, wie gesagt. Dann haben wir es auf 100% geschafft. Zack. Und alles platt. Und da ist sie auch schon. Die Kiste. Die letzte Truhe, die uns fehlt. Um zu den 100% zu kommen.
So. Das ist der Preis, den wir bekommen haben. Und nein, ich kaufe nichts. So, und jetzt haben wir das zu 100% abgeschlossen. Da sehen wir es. Wir haben hier alles eingesammelt. Und jetzt kann man das hier bei der Tasche auch alles einlösen. Wir bekommen hier 996 Staub. Das sammelt man in 3 Tagen so zusammen. Dann bekommen wir richtig viele Helden-XP für 4 Tage. Und wir bekommen für 9 Tage Gold. Also das lohnt sich schon, das zu machen. Und natürlich bekommen wir auch die Sterndeutungskarten, die ich noch nicht verwenden kann, weil ich noch nicht so weit bin. Und hier ist die Kiste, die wir bekommen haben. Und da hole ich mir die Dinger ab. Denn damit kann ich zum Beispiel Chimera verbessern. Da kann ich ihre Fähigkeit verbessern. Aber auch mit den silbernen Münzen. Gut, Leute. Das soll es hier für dieses Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch hier einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.